Gut, herzlich willkommen. Mein Name ist Holger Möhre-Stoffler. Willkommen im Wohnzimmer der Schmiede. Wahrscheinlich heute wirklich im Wohnzimmer oder wie ich im Kinderzimmer. Also, es ist nicht mein Raum hier. Das sieht man vielleicht ein bisschen so an der Einrichtung. Aber genau. Heute haben wir einen ganz besonderen Abend. Wir haben Emotions in Motion, wo die Silke Johnson und ich eine Reise durch die Gefühle machen werden. Heute zwei Gefühle, damit es nicht so lange ist, die ganze Sache. Genau. So, ich möchte ganz kurz ein bisschen was über die Schmiede sagen, wo wir ja heute eigentlich alle wären, aber halt aus bekannten Gründen nicht sind. Sage mal ganz kurz eine Präsentation. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Genau, heute präsentiert unsere virtuelle Schmiede die Silke und mich. Genau, ein paar Worte zur Schmiede. Unser André, seit inzwischen fast 3 Jahren, ist Leerstand beleben, Kunst und Kultur ins Herzen der Stadt reinzubringen. Und unser Anspruch war und ist es auch weiterhin, ein Wohnzimmer für alle zu sein. Genau. Dann, wer wir sind. Wir sind Anirland Holger Stoffler mit 6 Kindern. Wer jetzt nachzählt und merkt, ui, da stimmt was nicht richtig. Also das Bild war an der Eröffnung. Wir haben noch mal unsere Zwillinge nachgelegt. Genau. Wir machen das Ganze aus privatem Engagement und aus Überzeugung, was uns auch jetzt im Augenblick natürlich ein bisschen nachteilig angedeiht, weil wir dadurch eben keine Corona-Hilfen erhalten. Das heißt, wenn jemand nachher was spenden möchte, ich habe es ja in der Einladung geschrieben, würde es uns sehr freuen, weil wir natürlich hoffen, dass wir Dinge wie das hier zum Beispiel in der Schmiede wieder machen können oder das hier. Und natürlich, das ist jetzt unsere große Hoffnung, dass wir am 19. und am 26. Juni starten können mit unseren ersten Open-Air-Veranstaltungen hinter der Schmiede. Wir müssen es abwarten, aber inzwischen ist meine an das Abwarten gewohnt. Das heißt, wir werden dann entsprechend via Newsletter und auf unserer Homepage entsprechend informieren. So, das waren meine einleitenden Worte. Das war es auch schon. Jetzt wünsche ich uns allen einen schönen, spannenden, mitfühlenden Abend mit Emotions in Motion, mit der Silke Johnson und mit mir. Ich übergebe das Wort an dich, liebe Silke. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir heute Abend einmal das Gefühl, die Emotion Angst und Emotion Liebe durchgehen können miteinander. Und vermutlich haben wir alle jetzt in der aktuellen Zeit etwas mehr Stress und vielleicht auch Angst und ein etwas aktivierteres Nervensystem. Und deshalb wollen wir einen Weg angucken gemeinsam, wie wir vielleicht unsere Angst etwas reduzieren können und vor allem auch unseren Stress allgemein reduzieren können. Was gibt es denn für Ängste? Was haben wir denn für Ängste? Also wer vielleicht Höhenangst hat, weiß, wie das ist, wenn man dann irgendwie in einer bestimmten Höhe ist. Also ich habe vor kurzem die Fenster in meinem Häuschen hier geputzt. Es ist nicht weit, es sind 3,50 Meter und dennoch auf dem Dach oben stehend kam dann doch so ein bisschen Herzklopfen, vielleicht auch ein bisschen eine schnellere Atmung, vielleicht auch ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen. Andere kennen das vielleicht auch vor einem Auftritt, ja, dass man dann Lampenfieber hat oder dann vielleicht Schweißausbrüche hat, vielleicht auch ein engeres, angespanntes Gefühl in der Brust hat, vielleicht auch ja, Schweißausbrüche, starre Herzrasen. Vielleicht ist es manchmal auch so, als hätte man eine Panikattacke oder sogar, dass sich's anfühlt wie ein Herzinfarkt. Und durch die schnellere Durchblutung, aber auch durch die geschärfteren Sinne und höhere Muskelspannung, ist es so, dass wir in so ein Fight-Flight, in eine Fight-Flight-Reaktion kommen. Also eigentlich unser Nervensystem uns schützen möchte. Wir entweder flüchten oder wir kämpfen. Und wenn das alles nicht funktioniert, vielleicht sogar eine Starre verfallen, um uns zu schützen. Und unser System, unser Nervensystem hat da eigentlich, ist da eigentlich ganz gut
ausgestattet, so aus Urzeiten noch, wo es dann eben vielleicht so ein Dinosaurier, wie beim Holger an der Wand zu sehen ist, als Bedrohung gab. Oder ein Tiger. Und in der heutigen Zeit ist es vielleicht dann eher ein Bürohengst oder ein Papiertiger, also die uns irgendwie Stress machen oder womit wir Stress haben. Und früher konnte man dann vielleicht auf den Baum fliehen und die, die als Erste auf dem Baum waren, die haben auch überlebt. Die anderen wurden eventuell dann gefressen. Und heute haben wir die Ängste und die sind zwar vielleicht nicht mehr so, die Bedrohung nicht mehr so real, aber sie sind trotzdem da und unser Nervensystem reagiert dennoch. Und vielleicht kennt auch jemand, dass er Angst vor Insekten hat oder Spinnen nicht so angenehm findet. Und dann gibt es eben da auch verschiedene Aspekte von diesen Dingen, die wir uns genauer anschauen wollen. Und ich lade euch jetzt einfach so im Moment mal ein, die Hände aufs Herz zu legen. Wer mag, auch gerne die Augen schließen und beide Füße auf dem Boden zu fühlen und zu spüren. Und da vielleicht so von den Fersen zu den Zehen rollen, die Füße pendeln, während die eine Seite auf den Zehen ist, die anderen auf der Ferse. Und dann wechseln und den Boden wahrnehmen und spüren, wie der uns hält, wie der uns trägt. Und wenn du gerade sitzt, dann nimm auch deine Sitzhöcker auf der Sitzfläche wahr. Ob das jetzt auf dem Sofa ist, im gemütlichen Zuhause oder auf dem Stuhl. Oder wenn du im Stehen bist, kannst du auch für einen Moment die Sitzhöcker anspannen, wieder locker lassen. Und dann nimm einfach wahr, wie im Moment der Atem kommt und geht. Braucht man gar nichts dran zu ändern. Einfach wahrnehmen, wie er im Moment gerade ist. Und vielleicht einmal die Schultern zu den Ohren ziehen, nach hinten, unten kreisen. Und das Ganze nochmal, die Schultern nach oben ziehen, nach hinten, unten kreisen. Und wissen, im Hier und Jetzt sind wir sicher. Im Hier und Jetzt trägt uns die Erde, sind wir gehalten. Auch wenn wir uns jetzt vielleicht Dingen widmen, die ein bisschen aktivieren können, die vielleicht auch ja, uns eventuell auch ein bisschen triggern, wenn wir über das reden, dass wir dennoch hier gehalten sind, geborgen sind. Und wenn euch irgendwas aktiviert beim Mitmachen, beim Mitklopfen, dann empfehle ich euch einfach weiter zu klopfen, dran zu bleiben und immer wieder die Füße auf dem Boden wahrzunehmen und die Sitzhöcker wahrzunehmen. Einfach immer wieder die Konzentration dorthin zu lenken, wenn es zu anstrengend wird und zu schwierig wird. Und ansonsten einfach nur die Punkte weiterklopfen, die ich dann auch gerne nachher noch ein bisschen näher erklären mag. Ja, was machen wir überhaupt? Was ist das hier? Also wir gucken uns die Klopfakupressur an, die sich auch EFT nennt. EFT steht für Emotional Freedom Techniques, also auf Deutsch so viel wie die Freiheit der emotionalen Techniken oder Techniken der emotionalen Freiheit, so rum, Wortklabuster. Oder wir können auch einfach nur klopfen dazu sagen. Beim Klopfen konzentrieren wir uns auf bestimmte Akupressurpunkte, Akupunkturpunkte, also Meridianpunkte im Körper und im Gesicht und konzentrieren uns gleichzeitig auf die belastende Emotion, auf das, was uns gerade Stress macht. Und diese Kombination desensibilisiert uns, also die gibt uns auf der einen Seite ein warmes Signal durch die Berührung und gleichzeitig aber auch eine Akzeptanz von dem Gefühl, was wir uns angucken. Und EFT ist eine evidenzbasierte, eine gehirnbasierte und ein ganz neues Wort, immunneuropsychologische Selbsthilfemethode, die inzwischen also wirklich in über 100 Studien auch als wirksam nachgewiesen wurde. Und vor allem gerade für Phobien, für Ängste, aber auch für Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung sehr effektiv ist. Ja, und wir wollen mit EFT erreichen, dass wir wieder in eine Balance kommen. Also, dass unser Körper, der da durch den Stress in Ungleichgewicht kommt, dass wir wieder in energetisches Gleichgewicht kommen. Und EFT hilft uns, unser Stresszentrum im Gehirn, das ist die Amygdala, dieser Mandelkern, wir haben zwei davon, dass dieses Stresszentrum diesen Stress als was anderes einstufen kann, als es vielleicht abspeichert, sondern dass es wirklich dieses Signal kriegt, hey, es ist alles in Ordnung, es ist alles okay, du kannst wieder entspannen. Wir stimulieren diese Punkte und konzentrieren uns eben gleichzeitig auf dieses belastende Gefühl oder auch belastende Körpersymptom,
auf diesen Stress, der aktuell da ist, versuchen da auch so spezifisch wie möglich zu sein und stellen dann gleichzeitig durch das Klopfen wieder das Gleichgewicht im Körper her und in der Energie her. Und es ist spannend, weil Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein gewisses Maß an Angst gar nichts Schlechtes ist. Und das ist, macht man sich vielleicht manchmal, ja, ist einem gar nicht so richtig bewusst. Aber eins, es gibt jetzt das Wort, das heißt Eustress, das ist ein guter Stress. Also der ist eigentlich dafür da, uns zu motivieren, dass wir ja begeistert sind im Leben. Also dass wir vielleicht auch Dinge machen, die manchmal ein bisschen Überwindung kosten, aber dann letztendlich ein Lebensgefühl hinterlassen, uns Freude macht, uns eine Begeisterung gibt. Also ich kann von mir erzählen, wenn ich im Kletterzentrum war und eben Höhe ein Thema war, dass dann, wenn ich das mal überwunden habe und da hochgeklettert bin und ja, da habe ich sehr, sehr viel geklopft, dass es dann auch, dass ich da auch stolz auf mich war, ja, das, und dann die Sicht von da oben und dann auch wieder runterzukommen und das danach anzugucken, die 15 Meter oder wie viel das dann war, da oben zu sein. Also dass da dann auch ein gutes Gefühl dann einfach im Körper da ist. Andere brauchen vielleicht ein bisschen mehr von einem Kick. Die gehen dann vielleicht Bungee springen oder Fallschirm springen oder Tiefsee tauchen. Also was immer einem da ja auch ein gewisser Mut mitgibt, das erreichen wir auch mit durch die Angst. Dann gibt es aber auch der ängstliche Anteil, den wir da vielleicht gerade mehr präsent haben, dass der uns auch sagen möchte, worauf wir vielleicht auch ein bisschen aufpassen wollen und dass wir uns vielleicht auch in Gefahr begeben, dass wir uns vielleicht auch bewusst werden, dass wir notwendige Veränderungen im Leben irgendwie vornehmen sollten. Zum Beispiel, dass wir, wenn uns klar wird, wir haben da viel Stress in der Arbeit, dass wir vielleicht auch mal ein klärendes Gespräch führen und schauen, wie können wir den Stress denn verringern. Oder dass, wenn wir immer wiederkehrende Sorgen und Nervosität haben, dass wir uns dann auch überlegen, ja, können wir uns da vielleicht Unterstützung holen? Braucht es vielleicht auch eine gesündere Ernährung? Brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Schlaf? Möchte ich vielleicht auch besser einstehen für meine Werte und für meine Grenzen? Also damit ich mich wohler fühle. Es kann auch sein, dass wir uns vielleicht in einer Beziehung befinden, die sich nicht so stimmig anfühlt, dass wir deswegen vielleicht auch nicht so gut schlafen und dann ängstlicher sind, dass wir ja auch neben Schlafproblemen eben andere körperliche Symptome merken und gar nicht, vielleicht uns gar nicht bewusst ist, dass das was mit einer Angst zu tun hat, dass wir tatsächlich denken, das sind körperliche Erkrankungen und dann vielleicht sogar zum Arzt gehen, eventuell sogar Medikamente kriegen oder andere Therapien vornehmen und wir uns gar nicht so im Klaren darüber sind, dass es der Ursprung ist von einem ängstlichen Anteil. Und es kann schwierig sein, mit Symptomen von Angst umzugehen, aber EFT kann eine Variante sein und die möchte ich euch jetzt zeigen. Ich zeige euch gerade mal die Klopfpunkte auf einem Chart. Bin mir nicht sicher, ob es jetzt sichtbar ist. Das ist jetzt Pause, gell? Pause oder die Klopfpunkte? Pause. Okay, dann gucken wir uns die Pause einfach zuerst an. Das ist auch okay. Das waren die Klopfpunkte. Ah, doch. Okay, super. Ja. Danke. Also gut, bei den Klopfpunkten. Wir klopfen an der Handkante als erstes. Und die Handkante, es kann rechts auf links, links auf rechts sein. Also ich mache meistens links auf rechts. Aber das könnt ihr auch gerne einfach gerade mal mitklopfen zum Ausprobieren, dass wir die Punkte kennenlernen. Klopfen die Handkante und das Ganze machen wir da dreimal und sagen das, was aktuell gerade da ist. Benennen also diesen Stress und gleichzeitig äußern wir eine Akzeptanz zu diesem Stress. Also zum Beispiel, wenn es jetzt eine Angst vor, ich nehme jetzt einfach mal meine Angst vor der Höhe gibt, ja, und ich stehe da vielleicht sogar schon auf der Leiter und ich merke, wie mir da das Herz anfängt zu klopfen und vielleicht ich auch einen Schweißausbruch kriege und so die Ängste kommen, boah, was ist, wenn ich da runterfalle, was ist, wenn die Leiter nicht hält, wenn die abrutscht, dass ich dann klopfen kann, boah, auch wenn ich gerade diesen Druck in meiner Brust wahrnehme. Und dann beobachten wir den Druck ein bisschen näher. Vielleicht, wenn der eine Farbe hätte, was könnte der für eine Farbe haben? Eventuell bei mir vielleicht ein lila Druck auf der Brust. Dann können wir gucken, was hat der für eine Konsistenz? Vielleicht flüssig, gasförmig, zäh, fest, hart, rundeckig ist. Ich weiß, der hat keine Farbe. Ich weiß, der hat auch keine Form und keine Konsistenz. Aber
oft kommt da ein Bild, oft kommt da irgendwas. Und damit kann ich eben diese Angst näher beschreiben. Also beschreibe ich die so genau wie möglich und sage auch, wo ich die wahrnehme im Körper. Eben bei mir jetzt zum Beispiel auf der Brust. Und auch wenn das gerade da ist, im Hier und Jetzt bin ich sicher. Oder auch wenn das gerade da ist, bin ich genauso okay, wie ich bin. Und das Ganze machen wir dann dreimal. Das ist dieser Setup-Satz. Und dann klopft man die einzelnen Punkte und da fangen wir an der Kopfmitte an. Und es ist ein sanftes Klopfen, also so, dass man es wahrnimmt, aber es sollte nicht wehtun. Und 7, 8, 9 Mal, wir zählen da nicht mit. Wir sagen einfach die Erinnerungssätze dazu. In dem Fall könnte das bei mir zum Beispiel sein, dieser Druck auf der Brust. Lila, zäher Druck auf der Brust. Ja, dann Innenseite Augenbrauen, das ist da, wo die Augenbrauen anfangen. Und wir klopfen so mit 2 Fingern. Dann treffen wir in der Regel auch die Stelle. Wir müssen nicht ganz so genau sein wie bei der Akupunktur, wo man die Nadel setzt. Also wir klopfen mit 2 Fingern, dann treffen wir sehr wahrscheinlich die richtige Stelle und sagen wieder diesen Erinnerungssatz. Ja, dieser Druck, dieser lila Druck auf der Brust. Wenn ich auf dieser Leiter stehe oder wenn ich nach unten schaue und es mir da unheimlich wird. Dann Außenseite Augenbrauen, das ist, wo die Augenbrauen aufhören. Da ist so ein kleiner knöcherner Anteil, auf dem klopfen wir. Dieser und bei Brillenträgern, also entweder die Brille abnehmen oder unten drunter klopfen. Das ist manchmal dann ein bisschen tricky, genau. Und dann erinnern wir wieder dieser Druck auf der Brust, dieser lila Druck. Dann unterm Auge. Auch da wieder dieser Erinnerungssatz, der Druck auf der Brust. Dann unter der Nase. Dieser lila, zähe Druck auf der Brust. Dann auf dem Kinn. Dieser lila, zähe Druck auf der Brust. Dann auf der Brust selber. Und ich klopfe meistens mit einer Handfläche, mit der ganzen Handfläche. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen Mikro, dass es für euch nicht zu laut wird. Aber kann man auch mit dem Daumen und den Fingern klopfen. Also ich mache meistens mit der Handfläche, weil wir gleichzeitig auch noch die Thymusdrüse damit stimulieren können. Und dann unter den Armen. Nach da gibt es die Möglichkeit, entweder so zu klopfen, dann ist es vielleicht mehr wie eine Umarmung oder so. Das mache ich meistens eher, weil ich auch mit den Kindern klopfe. Das ist dann so ein bisschen Schimpansen- oder affenmäßig, ja, dass man so ein bisschen dann auch Geräusche dazu machen kann. Das finden die Kinder immer witzig. Das sind die Punkte, die wir klopfen. Und gehen wir gerade mal wieder raus aus der Bildschirmübertragung. Und dann zeige ich euch noch, was wir so im Notfall machen können. Das könnt ihr euch dann auch, selbst wenn es jetzt während dieses Abends irgendwie Schwierigkeiten geben sollte, euch merken, das ist Pause. Und Pause ist ein Akronym, das steht für einmal pausieren. Einfach einen Moment anhalten, vielleicht auch die Hände auf die Brust legen, feststellen, oh ja, da sind Angstsymptome und alles gerade mal kurz stoppen, was man gerade macht. Dann A, das steht für aktivieren. Also da hilft es, einfach sich für eine Minute lang außer Puste zu bringen. Vielleicht auf der Stelle laufen oder irgendwie eine intensive Bewegung machen oder Kniebeugen oder mit den Füßen stampfen. Und dann einfach auch den Atem nochmal natürlich fließen lassen und den wahrnehmen. Und viele, die Angstzustände haben und da vielleicht auch dieses Herzrasen kennen, die merken dann auf einmal, oh, durch die Aktivierung habe ich auch Herzrasen, aber es fühlt sich irgendwie anders an. Ja, also da merkt man dann, nimmt man den Körper wieder anders wahr und man ist mehr im Hier und Jetzt. Dann das U, umsehen, also sich im Raum umblicken. Wer hat, gerne aus dem Fenster gucken, also auch ein bisschen mehr in die Weite. Jetzt gibt es gerade so viel schön Grünes, also einen grünen Baum oder eine grüne Wiese angucken. Und sich daran erinnern, wo man jetzt gerade auch ist. Und dann spüren, also wahrnehmen, wie fühlen sich jetzt vielleicht gerade meine Hände an, wie fühlen sich meine Oberarme an. Eventuell auch eben sich umarmen, um sich zu spüren, so den eigenen Herzschlag wahrnehmen, Hände aufs Herz legen, die Wärme spüren, die von der Hand ausgeht, die auf die Brust kommt. Und dann E steht dann für exhalieren, das passt es im Deutschen nicht ganz so gut. Im Englischen geht es besser. Exhale, aber eben ausatmen. Und da geht es einfach nochmal lange, tiefe Atemzüge ausatmen. Also eine längere Ausatmung als Einatmung. Gar nicht so tief einatmen, eher lange ausatmen. Und wer mag da auch dann mit einem Seufzer, um das loszulassen. Und das machen wir oft eher schon automatisch, dass wir so, wenn wir nicht Stress sind, auch ausatmen, ausseufzen. Ja,
Und das hilft, das macht unser Körper schon automatisch, um uns wieder zu regulieren. Also das ist was, was wir für den Notfall immer bei uns haben können. Und was wir jetzt im Moment machen wollen, ist einmal erst noch ein Eingangslied, das hat man fast vergessen, von Holger. Und da können wir aber einfach schon mal mitklopfen zum Üben der Punkte. Und dann gucken wir uns vielleicht eine genaue Angst an. Dann kann jeder für sich ein Beispiel aus der Zukunft nehmen. Und dann klopfen wir zu einem Lied die genaue Angst. Also ich zeige jetzt einfach die Punkte, mache die Punkte mit. Ihr könnt gerne einfach mitklopfen. Ich sage nichts dazu. Ich klopfe nur die Punkte und ihr könnt euch das Lied mit dazu anhören. Also das heißt, ich mache jetzt nicht das Angst, die ich mache, doch das Begrüßungslied noch, oder? Weil ich hatte bereits die Angst und dachte, oh, jedes Lied kriege ich jetzt gar nicht mehr reingebaut. Aber ich habe auch noch einen Begriff. Also super. Gut, dann machen wir das noch. Genau, ich wollte uns alle ein bisschen abholen, wo wir alle gerade stehen. Uns beschäftigt ja alle das Gleiche oder meistens wahrscheinlich das Gleiche gerade. Genau. Und dazu habe ich natürlich ein Lied geschrieben. Das Wichtigste, was man wissen muss, um dieses Lied zu verstehen, das hier ist ein Klavier. Ich fühle mich etwas verstimmt, genauso wie dieses Klavier hier. Ich fühle mich etwas bedrückt, genauso wie die Tasten dieses Klaviers hier. Ich fühle mich wie ein Vogel, der feststellt, er ist ein Huhn. Ich wäre so gern geflogen, doch alles, was ich jetzt kann tun. Ich sitze hier an diesem Klavier. Stimmt, genauso wie dieses Klavier hier. Ich fühle mich etwas bedrückt, genauso wie die Tasten dieses Klaviers hier. Ich fühle mich wie ein Vogel, der feststellt, er ist ein Huhn. Ich wäre so gern geflogen, doch alles, was ich jetzt kann tun, schränkt sich hier auf dieses Klavier. Dankeschön. So, jetzt haben wir es doch noch gebracht. Sehr gut. Und das hat ja vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wovor viele vielleicht auch Angst haben jetzt, was so die Zukunft anbelangt. Und wir gucken uns ein Beispiel an aus der Zukunft. Also wenn ich mir vorstelle, so die nächste Woche über, vielleicht gibt es was, was mir bevorsteht, wo ich mich nicht unbedingt drauf freue. Vielleicht ist es ein schwieriges Gespräch, was ich führen müsste. Vielleicht ist es aber auch eine Untersuchung, vielleicht ist es auch irgendeine Begegnung, vielleicht ist es auch ein finanzielles Thema, also die einen, die sind vielleicht jetzt auch schon wieder an Steuern, also irgendwas in der Richtung, was euch innerhalb von der nächsten ein oder zwei Wochen vielleicht bevorsteht. Wenn ihr da für einen Moment die Augen schließt, beide Füße auf dem Boden wahrnehmt und dahin spürt, da ist so eine Situation, eine bestimmte Situation, die euch vielleicht erwartet. Was nehmt ihr jetzt im Moment wahr, wenn ihr an diese Situation denkt? Was ist da jetzt im Moment im Körper bemerkbar? Was ist da, was macht sich bemerkbar? Und schaut das ein bisschen genauer an. Vielleicht ist es eine Anspannung in den Schultern, vielleicht ist es auch ein Schmerz, vielleicht ist es ein Stechen, ein Druck. Vielleicht ist es im Kopf.
wo immer das auch gerade sein mag, ist es völlig okay, wo es ist. Und versuch, diese Stelle so genau wie möglich festzulegen. Ist es ein bisschen mehr links, ist es ein bisschen mehr rechts? Also wenn ich vielleicht angespannte Schultern habe und ich mich für eine Seite entscheiden müsste, okay, welche Seite nehme ich? Völlig egal, wählt einfach eine Seite. Ist es eher ein Druck, der von außen oder von innen kommt? Ist es vielleicht, ja, hat es vielleicht eine bestimmte Konsistenz? Oder wenn es eine hätte, was könnte das sein? Ist es eher was Festes, was Gasförmiges, was Zähes, was Flüssiges? Wenn es eine Form hätte, was für eine Form könnte das haben? Vielleicht eckig, vielleicht rund, dreidimensional, zweidimensional. Welche Größe könnte das haben? Womit ist es vergleichbar? Kenne ich das vielleicht sogar schon von irgendwoher? Und all diese Merkmale, diese Spezifitäten, die nehme ich in diesen Anfangssatz mit auf. Also die Seite, wo sich das befindet, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wie es sich bemerkbar macht. Und was wir auch brauchen, ist die Intensität. Also wenn ich eine Skala von 0 bis 10 mir vorstelle, und da kann man auch gerne die Hände mit dazu nehmen, gerade bei Kindern ist es hilfreich, also 0, da ist überhaupt keine Intensität, 10, da ist sehr viel Intensität. Wo ist das jetzt im Moment, wenn ich an diese eine bestimmte Situation denke, die mir bevorsteht? Ist es 0? Keine? Auch gut, dann klopfe einfach zum Spaß mit. Ist es 10 plus? Dann guck, dass du deine Füße auf dem Boden nochmal bemerkst und einfach so ein bisschen auch auf deinen Bauch, in deinen Bauch atmest und an die Pause denkst. Ist es 5, 6, 7, 8, wo auch immer, nimm das als Ausgangswert. Und wir wollen gucken, ob sich das verändert innerhalb von der Klopfrunde, von der nächsten. Wir klopfen mal eine Runde gemeinsam durch, sodass ihr ein Beispiel habt, einen Satz habt und nachher dann mit dem Angstlied, was Holger uns singen wird. Okay. Wir nehmen wieder die Handkante und klopfen hier dreimal diesen Satz. Und ich sage jetzt einfach nur dieses Symptom oder diese Körperstelle und erinnere euch an diese Teile, an diese Spezifitäten. Und ihr ergänzt die bitte für euch selber. Es hört euch ja keiner, also könnt ihr einfach laut sprechen und das laut mitsprechen. Auch wenn ich jetzt im Moment diesen Druck, Schmerz, diesen Stress an dieser bestimmten Körperstelle wahrnehme, die vielleicht mit dieser Farbe, mit dieser Form, mit dieser Konsistenz kommt, wenn ich an diese bestimmte Situation denke, die mir bevorsteht, und benenne ruhig auch die Situation. Im Hier und Jetzt bin ich sicher und habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Das Ganze machen wir dreimal. Also auch wenn ich diese Anspannung, diesen Stress an dieser bestimmten Körperstelle wahrnehme, die so und so aussieht, Farbe, Konsistenz, Größe, wenn ich an diesen bestimmten Moment denke, der mir bevorsteht, bin ich im Hier und Jetzt sicher und habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Und noch ein drittes Mal. Auch wenn ich diese Anspannung, diesen Stress im Moment im Körper wahrnehme, an dieser bestimmten Stelle, rechts, links im Körper, die so und so aussieht, Farbe, Form, Größe, Konsistenz, bin ich im Hier und Jetzt sicher und habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Und dann klopf mal Kopfmitte und sagen diese Erinnerungssätze. Da könnt ihr einmal eben vielleicht die Farbe nennen, ja, und den Körperbereich. Also vielleicht in diesem bestimmten Körperbereich diese Farbe, Innenseite, Augenbrauen. Jetzt vielleicht die Form oder Konsistenz, wenn da was kam. Manchmal ist es auch eine Metapher, ein Bild. Es ist wie, als hätte ich Nadelstiche oder als hätte ich irgendwie einen Helm auf oder was auch immer. Was immer da kommt, benenn das. Außenseite, Augenbrauen. Wenn ich an diese bestimmte Situation denke, die mir bevorsteht. Wir wollen uns immer wieder an diesen Moment erinnern, auch wenn es manchmal hart ist
Und wir manchmal auch denken, oh, dann wird es ja vielleicht sogar schlimmer. Ja, vielleicht wird es einen Moment schlimmer, weil wir uns bewusst auf diesen Moment konzentrieren und diese Angst bewusst, diesen Stress bewusst wahrnehmen. Manchmal wird er dann auch erstmal höher, weil wir oft im Alltag das wegschieben, uns eher nicht wahrnehmen wollen. Unterm Auge, diese Anspannung oder dieser Stress an dieser bestimmten Körperstelle. Dann unter der Nase, mit dieser Form oder dieser Farbe, Konsistenz. Auf dem Kinn, wenn ich an diesen bestimmten Moment denke, der mir bevorsteht. Auf der Brust, dieser bestimmte Stress in meinem Körper und nehmt genaue Körperstelle. Dann unter den Armen, mit dieser Form oder Farbe oder Konsistenz. Und wir haben jetzt nur eine Runde geklopft. Das ist auch erstmal für heute Abend okay. Und dann nochmal die Hände auf die Brust legen, auf den Herzraum legen, nochmal hinspüren und schauen, vielleicht hat sich ja nach einer Runde schon was verändert. Wie gesagt, es kann ein bisschen mehr sein, kann aber auch weniger sein. Einfach nur die Veränderung wahrnehmen. Und dann beobachten, wie ist es denn jetzt mit dieser Anspannung oder diesem Stress? Hat sich vielleicht die Farbe verändert? Hat sich vielleicht die Form oder die Konsistenz verändert? Hat sich vielleicht aber auch der Ort verändert? Manchmal wandert das ganze Symptom irgendwo anders hin. Dann gehen wir von dort weiter. Was immer es ist, nimm jetzt diese Worte als nächstes und klopf wieder an der Handkante. Und dann nehmen wir die neuen, veränderten Begriffe damit rein. Also auch wenn ich jetzt vielleicht an diesem Körperteil, in diesem Körperbereich, was eine andere Farbe, eine andere Form, ein bisschen leichter, ein bisschen mehr, was immer da auch ist, wahrnehmen, wenn ich an diesen bestimmten Moment denke, der mir bevorsteht, bin ich mir hier und jetzt sicher und habe Liebe, Achtung und Respekt verdient. Und auch das machen wir dann wieder dreimal. Ich mache das jetzt nicht, weil wir machen stattdessen das Lied und klopfen zu dem Lied. Ich bitte euch aber, immer wieder zu diesem Bereich hinzufühlen, hinzuspüren, während wir beim Lied klopfen und nichts sprechen. Ich mache bei mir den Ton aus. Und ihr könnt einfach mitklopfen zum Lied. Und ich gebe weiter. Ja, Angst ist eines der schwierigsten Gefühle, wenn es um ein Lied geht. Aber ich habe was versucht. Nicht jedes Spiegelbild verkehrt, ist nicht jede Realität verkannt, sind wir von uns schon lang nicht mehr, nur Schatten an der Wand. Im Nebel voran, sehen wir von uns schon lang nicht mehr, nur ein Schatten an der Wand. Bleibt von mir einmal nicht mehr als ein Schatten an der Wand. Dankeschön. Leg da nochmal von Moment die Hände aufs Herz.
Spürt jetzt nochmal hin. Wie ist es jetzt, wenn ihr an die Situation denkt, die auf euch wartet, die auf euch zukommt? Und wenn ihr später das Video anschauen solltet, also könnt ihr hier auch pausieren oder nochmal von vorne anfangen und so lange klopfen, so lange die Runden wiederholen, bis ihr letztendlich bei Null angelangt seid. Oder zumindest unter drei. Manchmal braucht es ja noch, also da habe ich auch öfter schon Leute erlebt, die gesagt haben, ein bisschen Angst ist schon gut, weil dann bereite ich mich ja vielleicht auch besser vor oder dann nehme ich es ja auch ernst. Ja, also darf dann auch ein bisschen noch da sein. Und was ist jetzt das Gegenteil von Angst? Könnte Liebe sein, beziehungsweise Mut. Also ich hätte eigentlich gesagt Mut, aber wir haben ja heute Abend Liebe vorbereitet. Also ist die Antwort Liebe heute. Genau. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir eigentlich fast nicht beides gleichzeitig können. Also wir können verschiedene Anteile haben, aber dass, wenn wir in der Liebe sind, dass es dann auch kaum Angst geben kann. Und da gucken wir jetzt mal weiter. Wie ist es denn mit der Liebe? Also einmal haben wir natürlich vielleicht auch da, wo wir ein bisschen Angst davor haben könnten. Wie ist es denn, wenn wir in den Spiegel gucken und uns selber sehen und uns vielleicht sogar selber sagen, ich habe dich lieb oder ich liebe dich? Vielleicht kommt da auch ein bisschen Angst auf. Also das vielleicht zuerst mal klopfen, was da vielleicht an unguten Gefühlen auch hochkommt. Aber wie ist es, wenn ich dann wirklich offen in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ich liebe dich. Ich liebe dich genauso, wie du bist und nimm dich an. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Dass da jemand gibt, der das sagt. Und wir können uns das selber sagen, indem wir in den Spiegel gucken und uns das dem Spiegelbild sagen, uns selbst sagen und gucken, wie reagiert denn dann das Spiegelbild? Wie fühlt sich das dann, wenn es das hört? Und wir, wenn wir leben, lieben, möchten wir uns eigentlich offen und ehrlich zeigen, möchten authentisch sein. Und wir brauchen dazu aber auch Vertrauen. Wir brauchen dazu auch ein Gefühl von Sicherheit. Und letztendlich können wir uns dieses Vertrauen, diese Sicherheit und diese Liebe auch erstmal nur selber schenken. Und es gibt ja auch, dass wir den anderen so lieben wie uns selber. Aber wenn wir uns selber nicht lieben, dann können wir den anderen ja auch nicht gut lieben. Also ist es wichtig, dass wir uns da auch um uns selber kümmern und gut mit uns selber sind und dass eben kein Egoismus ist, sondern dass es eigentlich essentiell ist und wichtig ist, auch für Eltern, damit sie dann ihre Kinder lieb haben können. Und wir brauchen das eben nicht nur als Wort, sondern wirklich auch als Verkörperung, dass wir das im Körper auch wahrnehmen. Und wir dürfen uns und können uns diese Liebe eben selber schenken und unter anderem auch dann wieder diese Verbindung mit uns selber wahrnehmen. Und wenn wir die Verbindung mit uns selber wahrnehmen, diese Herzensverbindung, dann können wir sie eben auch wieder mit anderen spüren. Und ich mag diesen Spruch, der hat sich aus einem Mottoziel entwickelt, der mich immer wieder begleitet und wo einige mit dazu beigetragen haben. Aber es ist so mein Spruch, den ich gerne mit euch teilen möchte. In Herzensverbindung klingt für uns die Melodie des Lebens. Vereint mit Freude an der Sonne, herzhaftem Lachen, und lebhafter Fröhlichkeit. Und das wünsche ich uns allen und bin der festen Überzeugung, dass wir das erleben können, indem wir eben verkörpert in uns selber ruhen und da eben auch die Liebe wahrnehmen. Und da gibt es jetzt ein schönes Liebeslied von Holger. Und wir klopfen das, was wir uns wünschen, das, worüber wir uns freuen würden. Und vielleicht merkt ihr auch da eine Stelle im Körper, wo ihr das besonders wahrnehmt. Ich habe jetzt automatisch die Hände auf dem Herzraum, aber vielleicht ist es auch ganz anders. Und spürt dahin, nehmt es wahr und klopft die Punkte mit und schickt da eure eigene Liebe hin. Und vielleicht schickt sie dann auch weiter an jemanden, an den ihr gerade besonders denken wollt. Erlebt und auch einiges erreicht. Sind älter geworden, die Zeit ging fort. Liebe gelingt uns nicht immer leicht.
immer voran, für alle da, dass da was auf der Strecke bleibt. Lass uns gehen, ein kleines Stück zurück, wir nehmen die Liebe Huckepack. Lass uns gehen, ein kleines Stück zurück, wir nehmen die Liebe Huckepack. Denn du bist für mich ein Gedicht, ein Lied. Dein Lied, du. Wir hangeln uns durch alle Strophen, auch wenn uns die Worte fehlen. Wir geben nicht auf, Zeile, Zeile voran, der Refrain hilft uns zu leben. Ich kenne jede Strophe, jede Zeile an dir, auch wenn spür ich den Reim zwischen dir und mir. Denn du bist für mich ein Gedicht, ein Lied. Erst im Nachhinein. Ja, sorry. Ja. Mach du. Erst im Nachhinein ist mir eingefallen, das Lied ist natürlich geschrieben worden für eine bestimmte Person, aber es kann natürlich auch für einen selber geschrieben worden sein. Das ist jetzt wahrscheinlich der Moment, wo alle nochmal zurückspulen und das Lied nochmal anhören. Mach es, es lohnt sich. Vielen Dank. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Danke. Ja, und spürt da nochmal hin. Wie ist es denn jetzt? Wie intensiv nimmst du vielleicht jetzt auch ein Gefühl von Liebe wahr? Wie ist das im Moment gerade da? Und vielleicht kannst du dir vorstellen, wie es wie so eine Wärme oder ein Licht oder ein weiß-goldenes, eine weiß-goldene Farbe durch jede Körperzelle strömt. Angefangen vom Herzraum Richtung Kopf, Schultern, Gesicht, über die ganzen Arme bis in die Fingerspitzen, den ganzen Herzraum, Brustkorb, den gesamten Rumpf, Bauch, Rücken, Unterleib, die Oberschenkel, Waden, Schienbeine, bis in die Füße und die kleinen, in jede Zehe, bis in die kleinste Zehe. Dass jede Körperzelle von dieser Wärme oder von diesem weiß-goldenen Licht, von dieser Liebe erfüllt ist. Und dann schick diese Liebe auch raus ans Universum, sodass alle, die es brauchen, davon in Berührung kommen. Und ja, diese Liebe kommt dann auch wieder nochmal viel, viel stärker zu dir wieder zurück. Und mit dieser Liebe und für dich selber und auch für andere wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Und danke, Holger. Und werde jetzt gleich die Aufnahme beenden, aber wir werden uns noch ein bisschen austauschen. Ja, vielen Dank an die Silke. Also es ist bereits, glaube ich, das dritte Mal, dass wir das machen. Wir haben es einmal geschafft, es vor Ort zu machen in der Schmiede. Was einfach auch noch eine ganz andere Energie ist. Und man kann sich viel mehr die Bälle zuwerfen, als es einfach in so einer Online-Veranstaltung geht. Genau, also ganz großes Dankeschön. Es wäre jetzt der Moment, wo ich dir immer oder wo ich immer jedem so eine kleine Sonnenblume überreiche. Aber das holen wir alles wieder nach. Beim nächsten Mal vor Ort in der Schmiede. Genau, und also ganz großes Dankeschön. Vielen Dank, liebe Silke.
Aber ich danke dir, Holger, und ich danke auch euch in der Schmiede generell und möchte auch einfach nochmal dazu einladen, es ist ja in der Info von der Beschreibung auch drin, bitte, bitte spendet an die Schmiede und unterstützt das Wohnzimmer, das einfach so eine tolle Einrichtung ist und so schön ist und wirklich einfach auch Herzenswärme da ist. Ja. Dankeschön.